Ja, hier haben wir es ja auch schon, die Fallout 4 Pip-Boy Edition. Doppelt und dreifach verpackt. Die erste Überraschung haben wir jetzt gleich hier beim Auspacken, und zwar liegt ganz oben drauf eine Musik-CD. Ist das jetzt die 130 Euro wert? Dann schauen wir uns mal kurz den Rest an, was noch so alles in der Verpackung drin liegt. Auf jeden Fall ein nettes Gimmick. Denn die Musik ist ja wirklich ganz gut. Bis jetzt in allen Fallout-Teilen gewesen. Und hier haben wir auch schon den Pip-Boy. Holen wir uns das mal alles raus. Hier haben wir jetzt auch schon den schönen Pip-Boy. Noch einmal mit etwas Umverpackung. Und hier ist auch die große Verpackung. Nochmal kurz zugeklappt und dann wieder aufgeklappt. Ganz oben drin liegt jetzt hier die Steelbox. Auch noch schief draufgeklebt. Eine Anleitung für den Pip-Boy. Das Überlebenshandbuch in gekürzter Fassung, also es ist wirklich nicht sehr viel drin. Boah, das sieht man nochmal, ein wahrhafter Betriebsanleitung. Und hinten drauf ist natürlich noch die Registrierung. Werbung für den Season Pass ist nicht dabei. Sehr schwach. Und die Steelbox. Geradezu lachhaft ist es, dass ich jetzt erstmal 20 GB an Daten runterladen muss. Und der Pip-Boy. Rein rechnerisch bezahlt man jetzt für diesen Pip-Boy ungefähr 70 Euro. Also benutzen wird man den jetzt wahrscheinlich eher weniger, bis überhaupt nicht. Die Verarbeitung ist... ich habe es zwar jetzt auch schon in anderen Videos gesehen, aber wirklich, die Verarbeitung ist absolut scheiße. Die Taste geht eigentlich noch, aber danach, ja. Das ist wirklich billigster China-Schrott, und das für 130 Euro. Da hat sich wirklich Bethesda jetzt wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, weil das Ding ist einfach nur billig. Von weit außen, wenn man das Video vielleicht sieht, sieht der Pip-Boy vielleicht noch ganz gut aus. Allerdings, wenn man sich den alleine jetzt schon mal nur anlangt, das Ding ist billig. Der Standfuß wirkt billig. Eieieiei. Ein mega Gadget fürs Regal. Mehr aber auch nicht. Das ist wirklich sehr schade. Und das für 130 Euro. Und die Krönung kommt natürlich auch zum Schluss. Man muss 20 GB an Daten runterladen. Das ist doch pervers und krank. 3/4 aller Daten müssen über das Internet geladen werden. Das ist lachhaft. Für was lege ich überhaupt noch eine CD dazu bei? Beziehungsweise eine DVD natürlich. Das ist doch Schrott pur. Über die Steam-Aktivierung kann man sich jetzt streiten. Ja oder nein. Aber wirklich, der billige Plastik der Pip-Boy-Edition ist lachhaft. Da hat sich Bethesda wirklich einen eingelegt. Das ist sehr schade.